Lego Freunde, heute habe ich euch mal was mitgebracht. Und zwar geht es ja, wie auf meinem Kanal, geht es ja um Lego. Und ja, mir ist gestern, als ich meine Waschstraße auseinanderbauen wollte, die ich ja erst vor 4 Wochen gebaut habe, ist mir was aufgefallen. Also nicht mehr aufgefallen, als ich die Wand abgebaut habe. Ja, da ist mal hier was kaputt gegangen. Ich schipp das mal hier aus. Und zwar ist hier einfach das ganze Lego, was an einer Stelle war, komplett kaputt gegangen. Und das Lego habe ich noch gar nicht so lange. Ja, da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie es laufen kann. Und als ob das ja nicht schon genug wäre, ich habe mir da mein selbstgebautes Parkhaus, wo er dahinter diese Garage ist, die ich erzählt habe. Und da sind dann diese Leisten, sind natürlich 2 Stück, auch unten schön weggebrochen. Ja, und das ärgert mich eigentlich ziemlich doll, weil man hat ja dafür mal Geld gezahlt für sowas, also für einen richtigen Legostein. Und jetzt wird man mit sowas abgespeist, also mit sowas billigen. Und das finde ich schon ganz schön frech, weil wie kann denn das sein, dass die einfach kaputt gehen? Und dann noch so hart, weil wenn ich hier was mache, also hier, das ist alles, alles, ja. Und hier, wo der ja noch halbwegs heil ist, nix. Harte Steine und hier sind die butterweich. Also, puh, da frage ich mich auch so, was hat Lego da eigentlich mal gemacht? Was hat Lego gemacht? Weil sowas geht ja nicht von alleine kaputt. Und warum ausgerechnet an der Waschstraße, die ich erst vor 4 Wochen mit guten Steinen zusammengebaut habe? Ja. Da kann man ja mal ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Na gut, vorausgesetzt, sie sind zugelassen bei mir. Aber trotzdem, das ist doch. Das geht doch gar nicht. Also, was soll denn das? Weil das kann man alles in die Tonne werfen. Kann man alles wegschmeißen. Und das finde ich eigentlich schon echt schade, weil diese Leisten. Ich weiß ja nicht, vielleicht bekommt man die auf Bricklink oder so nochmal neu, aber man muss dafür halt eben wieder Geld zahlen und eventuell gehen die dann ja wieder kaputt. Weiß ich nicht. Aber es ärgert mich eigentlich schon echt tierisch, weil. Wenn man es mal so sagen kann, das ist Müll. Das ist wirklich Müll. Und da bin ich auch echt ein bisschen enttäuscht von Lego. Also wenn man sich das nochmal so anguckt. Weiß ich nicht. Und ja. Ja, ich wollte euch das nur mal zeigen. Also, ich glaube, ich werde mich da einfach mal bei Lego beschweren. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Hattet ihr auch schon mal so welche übel zugerichteten Steine? Also, das würde mich immer gerne wissen. Ja. Damit verabschiede ich mich jetzt von diesem Video. Bis dann. Ciao.